Einen wunderschönen. Da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum Hardware-Check. So, machen wir euch mal runter, dass ihr das seht. Fangen wir erst mit dem Vierer an, mit dem USB. Ist kein Hub, ist ein Changer. Wir haben da Strom. Ich hatte erst am Anfang da sehr Probleme, weil der mitgelieferte Stecker halt auf amerikanische Steckdosen war. Jetzt habe ich mir von meinem normalen Ladegerät für Industrieakkus, jetzt ist mein Verband hier, Pflaster abgehangen, so. Habe ich mir jetzt einfach den Kabel abgemacht. Das ist ein normaler, seht ihr das? Und den benutzt. So, mal anschließen. So, und dann seht ihr, hier leuchtet es blau und wir können damit jetzt unsere Geräte laden. Ich werde euch das auch mal in der Nahaufnahme zeigen. So, hier ist mein Handy. Ein bisschen weitermachen. So, hier ist mein Handy. Machen wir mal dahin. So, und jetzt schließe ich das hier einfach mal an die 5 Ampere an. Zack. Und mein Handy wird geladen. Ich habe jetzt hier, seht ihr das, den Energiebalken. Mit schön Vollpower wird das jetzt geladen. Geht auch mit allen anderen. Müssen wir mal kurz warten. Zack. Hier habe ich auch Strom. Hat gerade vibriert. Jetzt können wir das hier hinten nehmen. Auch. Hier seht ihr das auch. Wird geladen. Steht da. Na komm. So, da wird geladen. Funktioniert echt super. Ist jetzt natürlich ein bisschen dicker und ein bisschen größer als der große Bruder, der Fünffach. Der Fünffach, der ist natürlich da. Von den Breiten seht ihr hier oben schon mal ein bisschen. Der ist genauso, na gut, minimal breiter, also länger, aber hier kürzer. Und auch hier ist er wesentlich schmaler. Wenn wir das jetzt hier abmachen, dann leuchtet diese blaue Lampe noch eine Weile nach, weil der Strom, ich hatte auch erst Probleme und dachte, Mensch, wenn ich das jetzt die ganze Zeit drinnen lasse, die gibt mir doch einen Kurzschluss, aber ich habe das dann einfach drin gelassen. So, wenn ich das jetzt hier drin stöpsel, zack, zieht er natürlich den Rest raus und das steht dann da, dass es angeschlossen ist und hat dann natürlich die letzte Energie hier wirklich rausgezogen, aber so geht es nach einer Weile auch raus. Ohne Probleme. Dann haben wir noch den Fünffach. So, da haben wir natürlich jetzt dezenter. Hier vorne haben wir nur ein ganz kleines, schmales, blaues Licht. Gucken, ob ihr das seht. Ja, da. Aber es funktioniert genauso gut. So, da dran. Zack, wird geladen. Und auch auf dem letzten wird geladen. Kann jetzt mal alle durchgehen. Vibriert hier, falls er das mitkriegt. So. Und auch hier, ich hatte den, habe ich jetzt in Dauereinsatz gehabt, den habe, weil der so schön schmal ist. So, und hier, dadurch, dass das Handy jetzt dran ist, zieht er halt noch den letzten Furzel raus, weil sonst dauert das natürlich eine Weile, ehe das letzte bisschen rausgezogen ist. Ich war da erst im ersten Augenblick so ein bisschen angefressen darüber, weil ich halt weil ich natürlich keinen deutschen Kabel mit bei hatte, aber mit einem stinknormalen Kabel und der so ist, alles kein Problem. Also ich habe es ganz normal benutzen können, mir ist auch nichts durchgeknallt oder irgendwas dergleichen. Maximum Input steht hier auch drauf, 100 bis 240 VAC, 50 bis 60 Hertz maximal, also 1,0 Ampere maximal, ja, Output 5 Ampere, 5 Volt gleich 2,4 Ampere
Sternchen 2, also davon haben wir ja zweimal 2,4. Ja. Und die 1 Ampere haben wir dreimal. Das ist, steht denn hier auch drauf. Ja, das habt ihr da schön erklärt, was da drauf ist. Wie gesagt, es sind hier keine 5 Ampere, keine 20 Ampere oder so, wie viele schon mal gesagt haben. Nein, wir haben hier stets extra erklärt. 1 Ampere, 1 Ampere, 1 Ampere, 2,4 Ampere, 2,4 Ampere. Ja, also das ist etwa 2 Ampere im Prinzip, sozusagen kann man sagen. Und das ist keine 2, 4, 5, 6, 7, keine 7 Ampere. Ja, da hatte ich ja schon mal so ein Streitgespräch. Ja, das gibt 4 Ampere und so, 5 Ampere und so. Nein, sage ich, gibt's nicht. Gibt's auch nicht. Gibt nur 1 und 2 Ampere. So. Und bei dem ist es genau das gleiche. Die steht auch drauf. So 2100 Milliampere, 2 Ampere sind zweimal drauf. 1000 Milliampere, also 1 Ampere, ist zweimal drauf. Und selbst die sind hier auch zu finden. Die seht ihr hier. Ja. Wir haben hier unten Gumminippel, steht sicher. Ich habe mir das so gemacht, dass ich mir den angeschlossen habe mit dem Stromkabel hinten und mir den bei meiner Box an der Seite rangelegt habe. Also praktisch so. Und dann kommt hier die Box und da habe ich dann hier meine Anschlüsse, dass das Ding nicht irgendwo rumliegt oder so. Das ist dann schön schmal, fällt kaum auf neben der Box und da kann ich dann meine Geräte anschließen. Mit diesen beiden, also mit diesem hier habe ich jetzt 5 Geräte an meiner Steckdosenleiste sind noch 2 dran, habe ich 7 USB-Geräte, die ich mit Strom versorgen kann. Das reicht ja nun mal schon ein ordentliches Stück aus, würde ich jetzt sagen. Wobei ich sagen muss, mir reicht auch der 5er komplett aus. Also so viele Geräte gleichzeitig laden habe ich nicht. Ich habe hier auch schon den Controller mitgeladen, mein Handy mitgeladen, Tablet mitgeladen. Also dafür ist es super. Machst du einen Controller ran, machst du Handy ran, machst ein Tablet ran und hast noch für 2 für E-Zigarette. Oder wenn du vom Urlaub kommst und deine E-Zigaretten fast alle leer sind, klatscht du die hier ran, passt aber auf die Ampere auf. Manche E-Zigaretten vertragen keine 2 Ampere, sondern nur 1 Ampere. Und wenn er dann wirklich noch mehr braucht, dann hab dann noch einen 4er zur Not. Also ich bin schwer begeistert. Also wirklich dicken Daumen hoch. Die Ladezeit ist ziemlich schnell. Ich habe auch geguckt, ob es warm wird oder so. Irgendwie dergleichen. Es wird nicht warm. Also wirklich, das ganze Gerät bleibt die ganze Zeit kalt. Ich habe auch geguckt, hier hinten irgendwie, ob es hier irgendwie ein bisschen Wärme ausstrahlt oder so. Gar nicht. Auch bei dem Vierer habe ich nicht zu mängeln. Ich habe die jetzt parallel, also Quatsch, weil ich ja nur ein Stromkabel habe, nacheinander im Einsatz gehabt. Und mir ist echt nichts Negatives aufgefallen. In Deutschland habe ich die Firma jetzt noch nicht gefunden bei Amazon. Ich werde den amerikanischen Amazon-Link unten drunter klatschen. Da bin ich mal gespannt. Ich hoffe, dass das denn demnächst noch nach Deutschland kommt, weil eigentlich sollte es jetzt schon in Deutschland sein, ist aber noch nicht. Na, mal gucken. Ja. Wenn ihr da noch Fragen habt zu USB-Charger, wie gesagt, ist kein Hub, also nicht für einen PC oder so, das ist ein Charger, Strom, USB-Strom. So, muss man ja mal doppelt und dreifach sagen. So, das soll es jetzt auch soweit erstmal gewesen sein. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn ihr da noch Fragen habt, wie gesagt, ich habe die wirklich jetzt mehrere Wochen, 3 Wochen im Dauereinsatz getestet, mit allen möglichen Geräten beladen, also verschiedene E-Zigaretten, Handy, Tablet, Controller, also nicht nur einen, sondern viele Controller. Was habe ich noch dran gehabt? Das war's eigentlich. Das war's. Mehr habe ich nicht dran gehabt. Ja, bis dahin würde ich mich jetzt erstmal verabschieden. Ahoi, sagt euer Odin.